Wenn ein Mord entdeckt wird. Wir hatten eine tote junge Frau in einem Koffer, der an einem Bahndamm deponiert und mit Zweigen und Blättern verdeckt ist. Dann zerstört der Mord nicht nur ein Leben. Dann findet man raus, was wirklich passiert ist. Liest darüber, sieht Fernsehsendungen dazu. Das ist schwer zu verkraften. Es gibt nicht einen Tag, an dem nicht die Erinnerung hochkommt. Er belastet den ganzen Ort. Wenn man mit den Leuten spricht, merkt man schnell, dass ihnen das Schicksal dieses jungen Mannes heute noch nahe geht. Die Polizei muss nicht nur das Verbrechen aufklären. Unsere Hoffnung war, möglichst viele wertvolle Hinweise zu erhalten. Und die Mörder finden, sondern sie auch vor Gericht bringen. Ich konnte nicht verstehen, wieso tut jemand so was Schreckliches? In London werden Leichenteile gefunden. In der Tüte waren ein Ober- und ein Unterschenkel. Wir hatten nun mindestens drei Beine. Das ganze Gebäude war abgeriegelt. Polizisten suchten die Kanalisation ab. Überall waren Polizeizelte. Dies sind die gewieften Mordermittler. Die Schlafzimmertür war zu. Als die Beamten hineingingen, sahen sie etwas, das in Müllbeutel verpackt war. Darauf lagen eine Säge und drei Messer. Es sah aus wie ein Altar. Wie gelang es ihnen, die Mörder zu fassen? Zwei Beamte verfolgten ihn. Er wehrte sich ziemlich. Fünf Tage nach dem Weihnachtsfest im Jahr 2002 ist es auf den Straßen Londons recht ruhig. Die Menschen freuen sich auf den bevorstehenden Jahreswechsel. Doch im Hauptquartier der Londoner Polizei geht eine beunruhigende Meldung ein. Die Mordkommission wurde gegen 4 Uhr morgens verständigt. Vor einer Gaststätte in Kempten waren angeblich Leichenteile gefunden worden. Also fuhren ein Kollege und ich dorthin. Brian Hook ist in dieser Nacht der diensthabende Ermittlungschef der Mordkommission. Auf dem Weg dorthin gingen mir alle möglichen Dinge durch den Kopf. Wir wussten ja nicht, was genau gefunden worden war, und auch die näheren Umstände waren noch unklar. Wir mussten also möglichst schnell dorthin. Während die Ermittler zum Fundort eilen, wird Polizeidirektor Andy Baker, verantwortlich für alle Mordermittlungen in London, über die Sachlage informiert. Einer der Kriminalhauptkommissare rief mich an und berichtete, ein Obdachloser habe wohl auf der Suche nach Essen einige Mülltonnen durchwühlt. Er hatte eine Tüte gefunden und reingeschaut. Zuerst dachte er, es seien Filets, Fischfilets, wenn ich mich nicht irre. Doch als er sie rausnahm, merkte er, dass es sich um einen Unterschenkel handelte. Ich fragte, wie sie weiter vorgehen wollten. Er sagte mir, dass Kenny Bell die Ermittlungen leiten würde. Ich kannte ihn schon viele Jahre lang, ein brillanter Chefermittler. Auch das Team war sehr gut. Brian Hook ist Teil des Teams und als einer der ersten am Fundort. Ungefähr hier war es. Diese Wand gab es damals noch nicht. Da war der Hintereingang des Pubs. Und dort stand die Mülltonne, in der die Leichenteile lagen. Als ich eintraf, war der Bereich bereits von den Streifenpolizisten abgesperrt worden. Ich sprach mit ihnen und konnte tatsächlich auch die Leichenteile in dem aufgerissenen Müllbeutel sehen. Man konnte es auch riechen. Es roch nach Verwesung. Die Menschen in diesem Stadtteil im Nordwesten Londons sind zwar einiges an Kriminalität gewöhnt, doch abgetrennte Leichenteile auf den Straßen stellen eine neue Dimension dar. 2002 war Camden gar nicht so anders als heute. Lebhaft, viele Durchreisende, viele Touristen, gute Pubs. Aber es gab eben auch dieses eher zwielichtige, schmutzige Camden mit Drogen, Obdachlosen, vermüllten Straßen.
Zum ersten Mal war ich in diesem Fall hier am 30. Dezember und danach immer wieder. Es gibt hier ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Wir sind hier mitten in London. Keine 500 Meter die Straße runter stehen Villen für mehrere Millionen. Und hier sind Sozialwohnungen. Wegen der Weihnachtsfeiertage ist es eher ruhig auf den Straßen. Deshalb erregt die Polizeipräsenz im Viertel schnell Aufmerksamkeit. Richard Osley berichtet für die Zeitung Camden New Journal. Die Leute waren schockiert, dass sowas vor ihrer Haustür passierte. Und natürlich waren sie besorgt, weil es ja keine Spur vom Täter zu geben schien. Das ganze Gebäude war abgeriegelt. Polizisten suchten die Kanalisation ab. Überall waren Polizeizelte. Die Ermittler beginnen ihre Untersuchung mit dem Mann, der die Leichenteile gefunden hatte. Tötungsdelikte muss man schrittweise zurückverfolgen. Wir sahen uns zuerst den Mann an, der uns alarmiert hatte. Er war natürlich verdächtig. Er kam aufs Revier und machte seine Aussage. Allerdings hatte er absolut richtig gehandelt. Er hätte auch einfach weitergehen können. Da es sonst keine weiteren Zeugen gibt, konzentriert sich das Team darauf, die restlichen Körperteile zu finden. Der forensische Psychologe Julian Boone wird als Berater hinzugezogen. Für die Zerstückelung einer Leiche gibt es im Grunde zwei Erklärungen. Entweder geht es darum, eine Leiche verschwinden zu lassen. Vielleicht ist ein Streit eskaliert und der Täter hat im Affekt jemanden getötet und muss die Leiche nun loswerden. Oder der Täter holt sich aus der Zerstückelung einen Kick. Dann haben wir es mit Nekrophilie zu tun. Wir überlegten, ob es sich um Leichendiebstahl handeln könnte. Aber die Zerstückelung hatte unmittelbar nach dem Tod stattgefunden. Von daher konnte es das nicht sein. Polizisten gehen in der Gegend um den Fundort von Tür zu Tür und suchen nach Zeugen, denen möglicherweise etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Wir klopften an jede Tür, brachten in Erfahrung, wer dort wohnte, was die Bewohner zur besagten Zeit gemacht hatten oder ob ihnen davor etwas aufgefallen war. Wir wollten auch wissen, wie viel hier normalerweise los war. Die ersten 24 bis 48 Stunden einer Mordermittlung nennt man das goldene Zeitfenster. Man muss schnell sein. Der Tatort bzw. Fundort muss abgeriegelt werden. Keiner darf rein oder raus. Und alle, die dort sind, müssen dokumentiert werden. Die Polizei fordert mehr Beamte an, um einen möglichst großen Bereich absuchen zu können. Wir errichteten ein mobiles Polizeirevier, um für die Leute sichtbar zu sein. Wir konzentrierten uns auf das Gebiet um die Royal College Street und demonstrierten Präsenz. Wir hatten die Kontrolle, waren da, suchten nach Spuren. Die Einwohner Camptons vermuten schnell, dass es sich nicht nur um einen gewöhnlichen Mord handelt. Die Öffentlichkeit ist durch so eine Tat natürlich geschockt. Und vielleicht ist es ja auch genau das, worum es dem Täter dabei ging. Möglichst viel Bestürzung und Angst bei den Leuten zu schüren. Vielleicht wollte er dem berühmten Jack the Ripper aus dem 19. Jahrhundert nacheifern. Am zweiten Tag der Ermittlungen setzten wir die Durchsuchungen von Mülltonnen und die Befragungen der Bewohner fort. Es war Silvester, aber hier war es recht ruhig. In der Plender Street war in den Mülltonnen ein weiterer Beutel gefunden worden. Darin war ein zierlicher Torso. Man vermutete von einem jungen Mädchen. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Frau um die 30 handelte. Außerdem fand man einen Ober- und einen Unterschenkel. Insgesamt nun mindestens drei Beine. Und lange, dunkle Haare. Die Leichenteile stammten von zwei Personen. Das war ein starker Hinweis, dass hier nicht jemand eine Leiche verschwinden lassen wollte, sondern einen Kick aus der Zerstückelung zog, als Höhepunkt des Verbrechens.
Als bekannt wurde, dass es sich um zwei Opfer handelte, war ich vor Ort und interviewte einige Bewohner aus dem Wohnblock. An dem Nachmittag untersuchte die Polizei dann plötzlich eine weitere Mülltonne. Es war nun klar, dass jemand Leichenteile verschwinden ließ. Deshalb durchsuchten wir alle Mülltonnen, die Kanalisation und den Regentskanal, um nichts zu übersehen. Die Zerstückelung der Leichen kann mehrere Gründe haben. Vielleicht will der Täter Beweise verschwinden lassen. Er zerstört also den Leichnam, um so auch alle Beweise für den Mord zu vernichten. Die Funde deuten auf schwerwiegende und grausame Verbrechen hin. Der Täter muss so schnell wie möglich dingfest gemacht werden. Es gab Bedenken. Wir mussten bestätigen, dass es sich um Mord handelte. Es hätten ja auch Leichenteile sein können, die jemand von einem Friedhof oder aus der Leichenhalle geklaut hatte. Das konnten wir allerdings recht schnell ausschließen. Ab da stieg natürlich die Anspannung im ganzen Team. Es gab zwei Leichen, also war es ein Serienmörder. Mindestens zwei Opfer wurden zerstückelt. Doch die Leichen sind nicht vollständig. Und der Täter läuft immer noch frei herum. Zum Jahreswechsel 2002-2003 arbeiten mehrere Teams der Polizei intensiv daran, den Serienmörder von Camden zu finden. Es gab keinen Tatverdächtigen. Die einzelnen Theorien der Kommissare und des Chefermittlers waren zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr vage. Denn wir hatten keine wirklichen Anhaltspunkte, keine Richtung. Die braucht man aber. Das Wichtigste war nun, die Opfer zu identifizieren. Ohne zu wissen, wer die Opfer sind, ist es um einiges schwieriger, einen möglichen Tatort zu finden. Die Leute in Camden waren sehr betroffen. Es herrschte große Anteilnahme am Schicksal der Opfer. Man war schockiert, dass so etwas Schreckliches vor der eigenen Haustür passieren konnte. Die Polizei durchsucht jede Mülltonne im Viertel nach möglichen Hinweisen. Wir schickten spezielle Suchteams zu der Müllhalde, zu der alle Abfälle aus dem Stadtviertel Camden gebracht wurden. Das war eine Riesenaktion. 80 Beamte durch Camden 3 Wochen lang Tonnen und Tonnen von Müll. Doch die Ermittler suchen nicht nur Beweise, sondern auch Zeugen. Das Abklappern jeder einzelnen Wohnung ist bei den Kollegen nicht besonders beliebt. Man muss jedes Mal dasselbe sagen. Die Leute wollen mehr wissen, als man ihnen sagen kann. Wir fragten, es gab einen Vorfall. Wer benutzt diese Mülltonnen? Wer wohnt nebenan? Und so weiter. Bei der Untersuchung aller Mülltonnen in der Gegend macht die Polizei eine weitere beunruhigende Entdeckung. Wir fanden einen blutbefleckten BH. Die Mülltonne, in der er lag, konnte einer Wohnung zugeordnet werden. Der Bewohner hieß Anthony Hardy. Anthony Hardy ist der Polizei bereits bekannt. Er war ein Jahr zuvor festgenommen worden. Er wurde Anfang 2002 wegen Sachbeschädigung verhaftet. Es gab wohl schon länger Streit mit den Nachbarn wegen eines undichten Wasserrohrs. Er trat sehr bestimmt und aggressiv auf. Und irgendwann beschmierte er die Wohnungstür der Nachbarn. Die Wohnungen befanden sich in der Anlage, wo nun die Leichenteile aufgetaucht sind. Die Nachbarn hatten damals die Polizei verständigt. Die Polizei fuhr hin, nahm die Aussagen auf, natürlich auch die Vorgeschichte, dass er ein kräftiger, großer, ziemlich hitziger Kerl war. Die Beamten gingen mit in seine Wohnung und bemerkten, dass eine Tür versperrt war. Sie fragten ihn nach dem Schlüssel, aber er meinte, er finde ihn nicht mehr. Da Anthony Hardy sich auffällig verhält, durchsuchen die Beamten ihn
und finden den Schlüssel. Die Beamten öffneten die Tür und fanden leider die Leiche von Sally Rose White auf dem Bett. Sie versiegelten das Zimmer sofort und verhafteten Tony Hardy wegen Mordverdachts und auch Sachbeschädigung. Danach wurde eine Obduktion durchgeführt. Die Tote, Sally Rose White, ist die Mitbewohnerin von Anthony Hardy gewesen. Ist er nicht nur ein streitlustiger Nachbar, sondern auch ein Mörder? Die Lokalpresse berichtet. Man hatte die Leiche von Sally Rose White in seiner Wohnung gefunden. Es wurde allerdings nicht groß berichtet. Die Leiche wird zwar unter verdächtigen Umständen entdeckt, doch um Anklage gegen Anthony Hardy zu erheben, muss zunächst die Todesursache ermittelt werden. Er sagte, er sei betrunken gewesen. Er hatte ein Alkoholproblem. Als er aufwachte, sei sie tot dagelegen. Bei der Obduktion wurden zwar Verletzungen festgestellt, aber eben auch eine natürliche Todesursache. Sally Rose White hatte einen Herzinfarkt gehabt. Man stellte einen angeborenen Herzfehler fest, an dem sie wohl gestorben war. Aufgrund der natürlichen Todesursache wird keine Anklage in Verbindung mit dem Tod von Sally Rose White erhoben. Ich berichtete über die amtliche Untersuchung einige Monate nach dem Vorfall. Die Staatsanwaltschaft hatte entschieden, im Fall Sally Rose White keine Anklage wegen Mordes oder Körperverletzung zu erheben. Aber es blieben Zweifel. Ein Polizeibeamter las einige Einzelheiten aus dem Bericht des Gerichtsmediziners vor. Sie sei eines natürlichen Todes gestorben und das schien das wichtigste Argument zu sein. Es gab scheinbar keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung. Die Polizei sagte, bei einer natürlichen Todesursache sind wir nicht zuständig. Wir ermitteln in Mordfällen. Wegen der Schmierereien an der Tür bekam Hardy eine Anklage wegen Sachbeschädigung. Das Gericht ließ ihn in eine psychiatrische Klinik einweisen. Da blieb er aber nicht lange. Er kam in die Psychiatrie. Als er rauskam, kehrte er in seine Wohnung zurück, als ob nichts gewesen wäre. Er wohnte wieder neben denselben Nachbarn, mit denen er den Streit gehabt hatte. Die hatten vermutlich ein mulmiges Gefühl, als dann kurz nach Weihnachten die Polizei vor der Tür stand. Anthony Hardy wird im November aus der Psychiatrie entlassen. 7 Wochen später werden Leichenteile in der Nähe seiner Wohnung gefunden. Er gerät ins Visier der Ermittler. Wir fanden heraus, dass Anthony Hardy jetzt allein lebte. Zur fraglichen Zeit war er nicht gesehen worden. Das Bild wurde immer klarer und vieles deutete auf Hardy hin. Wir beschlossen, ihm einen Besuch abzustatten. Für alle Fälle hatten wir einen Durchsuchungsbefehl dabei. Zu dem Zeitpunkt war er für uns eindeutig ein möglicher Verdächtiger. Die Ermittler beschließen, Anthony Hardys Wohnung zu durchsuchen. Die Beamten, die von Tür zu Tür gingen, klopften auch bei ihm an. Und siehe da, die Tür stand offen. Die Beamten verschafften sich Zugang zur Wohnung. Das Erste, was ihnen auffiel, war die Dunkelheit. Sowohl im Hinblick auf die Farben als auch auf die Atmosphäre. Es gab satanische Symbole, viel Pornografie, dunkle Wände, das Badezimmer war versifft und die Schlafzimmertür war zu. Die Beamten gingen hinein. Im Zimmer neben dem Bett fanden sie etwas, das in Müllbeutel verpackt war. Darauf lagen eine Säge und 3 Messer. Es sah aus wie ein Altar. Als sie den Beutel vorsichtig öffneten, sahen sie einen weiteren Torso einer Frau. Sie sicherten den Tatort ab, denn die Wohnung war ab dem Zeitpunkt ein Tatort. Und dieser wurde dann entsprechend forensisch untersucht. Es gab keinen Teppich. Der Boden war bemalt. Die Wände ebenfalls. Manche Bilder ergaben Sinn, andere nicht.
Wände und Türen waren voller Graffiti. Es war kein behaglicher Ort. Das Opfer aus dem Schlafzimmer war noch nicht identifiziert. Der Torso wurde in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Werkzeuge waren zum Zerstückeln verwendet worden. Ein Beamter sagte mir, man könne Hautfetzen an der Säge erkennen. Als wir uns durch das Schlafzimmer vorarbeiteten, fanden wir ein Beweisstück, das später wichtig werden sollte. Eine Teufelsmaske. In der Wohnung werden eine Videoausrüstung und eine Teufelsmaske gefunden. Die Ermittler vermuten, dass hier sadistische Pornos gedreht wurden. Im Wohnzimmer standen ein Sofa, ein Couchtisch und drei Fernsehgeräte. Die Wände waren ebenfalls bemalt. Das hatte wohl eine Bedeutung. Es lag jede Menge Müll rum. Die drei Fernseher waren an Videorekorder angeschlossen. Bei fast allen Videokassetten handelte es sich um Pornos. Er saß wohl da mit seinen Freunden und sie schauten sich zusammen Pornos an. Wenn man sich die Wohnung ansieht, ist das schon ein außergewöhnlicher Anblick. Das ist keine gemütliche, normale Wohnung von jemandem, der vielleicht ein paar sexuelle Probleme hat, aber sonst ganz normal ist. Es deutet eher auf jemanden hin, der seine sadistische Seite auslebt. Jemand mit einer psychopathischen Neigung und einer Gleichgültigkeit gegenüber seinen Opfern. Er braucht mehr als nur Sex, ist möglicherweise frustriert. Das Forensikteam untersucht die Wohnung mit Chemikalien und UV-Licht auf Spuren. Wir beschlossen, Luminol einzusetzen. Mit Luminol kann man Blutspuren sichtbar machen. Das Eisen im Blutfarbstoff Hämoglobin reagiert mit Luminol, auch wenn das Blut vorher oberflächlich entfernt wurde. Bei der Reaktion entsteht ein bläuliches Licht, das auch als Chemolumineszenz bezeichnet wird. Man fertigt davon Fotos an und kann so sehen, wo zuvor Blut war. Wir fanden Spuren von Blutspritzern und Blut in der Badewanne. Dort hatte also eine oder beide Leichen zerstückelt. Die mithilfe des Luminols gesicherten Blutspuren konnten den beiden bekannten Opfern und einer noch unbekannten dritten Frau zugeordnet werden. Anthony Hardy ist nun der Hauptverdächtige in diesem Mordfall mit mindestens zwei Opfern. Ist er der Camden Ripper, wie die Presse ihn nennt? Am Neujahrstag 2003 laufen die fieberhaften Ermittlungen nun schon drei Tage. Die Polizei durchsucht die Wohnung des einzigen Verdächtigen, Anthony Hardy. Wir hatten weitere Leichenteile entdeckt, die Wohnung ausfindig gemacht und herausgefunden, was dort vor sich gegangen war. Entscheidend war nun, die Opfer zu identifizieren und die Todesursache zu bestimmen. Am dritten Tag kannten wir den Namen eines der Opfer, Elizabeth Vallett. Obwohl die Gerichtsmediziner nur einen Torso und ein Bein haben, gelingt es ihnen, die Frau zu identifizieren. Wir fanden Implantate in der Brust und im Gesäß. Eines der Gesäßimplantate hatte eine Seriennummer. Diese Nummer führte uns schließlich zu Elizabeth Vallett. Wir bestätigten das natürlich noch zusätzlich über eine DNA-Probe. Die Leichenteile waren am Montag gefunden worden. Bereits am Donnerstag hörten wir den Namen Anthony Hardy. Er war nicht in seiner Wohnung, aber die Polizei hatte dort weitere Leichenteile und eine Säge gefunden. Somit war er der Hauptverdächtige. In seiner Wohnung hat der Verdächtige außerdem sadistische, pornografische Aufnahmen von seinen Opfern angefertigt.
Der Täter hatte eine sexuelle Störung. Er hatte einen sehr starken Sexualtrieb, aber anscheinend auch Probleme bei der Durchführung. So jemand kann schnell in eine pornografische Scheinwelt abdriften, in der die Fantasien enorm viel Raum im realen Leben einnehmen. Es ist möglich, dass das Töten der Opfer vor allem zur Herstellung pornografischen Materials diente. Indem er den Opfern Masken anzog, anonymisierte er sie und konnte sie später immer wieder anders in seine Fantasien einbauen. So ein Täter ist äußerst gefährlich. Die Londoner Polizei stuft Anthony Hardy als gemeingefährlich ein und veröffentlicht einen Fahndungsaufruf in den Medien. Er war fast 1,85, 130 Kilo, hatte einen Bart und graue Haare. Die Polizei fahndete nach Anthony Hardy. Deshalb war sein Bild überall im Fernsehen und in jeder Zeitung. Wir durchleuchteten seine Vorgeschichte. Er hatte eine Weile in Australien gelebt, war gebürtiger Brite, sehr gebildet. Er hatte einen Abschluss als Ingenieur vom Imperial College in London und eine leitende Position in einer Maschinenbaufirma. Er war auch verheiratet gewesen und hatte Kinder. Mit seiner Frau zog er dann von Norfolk nach Tasmanien. Er wurde jedoch wegen häuslicher Gewalt des Landes verwiesen. Er hatte seiner Frau, die gerade in der Badewanne saß, eine Plastikflasche mit einem Eisblock darin über den Kopf gehauen. Der Täter hatte schon sein ganzes Leben lang Frauen misshandelt. Da gibt es durchaus einen Zusammenhang. Er zeigte auch im zwischenmenschlichen Bereich dasselbe Verhalten, dieselben Schikanen und Gewalttätigkeiten gegenüber Frauen. Er zog seine Befriedigung aus der sadistischen Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen. Die Ermittler vermuten, dass Hardy es auf Prostituierte abgesehen hatte. Camden liegt ganz in der Nähe von King's Cross. Dort konzentrierte sich damals die Prostituierten-Szene. Es gab viel Kriminalität, Drogen, Raubüberfälle. Es war ein sehr gefährliches Pflaster, eine schmuddelige Gegend. Aber wenn man auf käuflichen Sex aus war, der ideale Ort. Anscheinend sucht Anthony Hardy hier häufig nach Prostituierten für seine Bedürfnisse. Wir wissen, dass Serienmörder, vor allem solche mit einer sexuellen Motivation, oft extreme Pornografie konsumieren und zu Prostituierten gehen, die sie sehr grob behandeln, weil sie ihre Fantasien an ihnen ausleben. Und das sind oft äußerst abartige Fantasien. The worst cases of sadism. Sadismus kann sich zu Vergewaltigung steigern. Vergewaltigung kann sich bis zum Mord steigern. Die nächste Eskalationsstufe ist dann die Zerstückelung, als die ultimative Vernichtung eines anderen Menschen. Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Serienmörder Anthony Hardy wertet die Polizei auch die Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Im Bereich der Wohnanlage gibt es mehrere Kameras. Und eine hatte Anthony Hardy dabei gefilmt, wie er etwas in eine Mülltonne warf. In diesem Haus, die untere Fensterreihe, da wohnte Hardy. Und gar nicht weit hier die Straße runter, keine 100 Meter weiter, stand die Mülltonne, in der die ersten Leichenteile gefunden wurden. Er hatte also gerade mal 100 Meter Fußweg. Anthony Hardy warf die Leichenteile einfach in die schwarzen Mülltonnen. Vermutlich glaubte er, sie würden bald geleert. Doch wegen der Weihnachtsfeiertage verschob sich der Zeitplan der Müllabfuhr und der Abfall wurde ein paar Tage nicht abgeholt.
Die Ermittler haben nun ein umfassendes Profil von Anthony Hardy und sogar Videoaufnahmen, die ihn mit den Leichenteilen in Verbindung bringen. Er war der Hauptverdächtige. Die Fahndung nach ihm lief. Wir wussten, dass er Insulin und andere Medikamente benötigte. Deshalb bezogen wir auch Krankenhäuser mit ein. Die Polizei befürchtet, dass Hardy ohne Medikamente und unter Alkoholeinfluss noch gefährlicher sein könnte. Viele Menschen mit psychischen Problemen wie Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie trinken Alkohol sozusagen als Form der Selbstmedikation. Gerade im Zusammenspiel mit anderen Medikamenten kann dies natürlich Nebenwirkungen zur Folge haben und alles noch viel schlimmer machen. Kurzfristig geht es ihnen besser, doch langfristig verstärkt es die Probleme. Die Polizei vermutet ihn immer noch in der Nähe seiner Wohnung. Anthony Hardys Wohnung wurde sehr schnell mit Polizeiband und einer Art Plane abgeschirmt. Es war unmöglich zu sehen, was dort passierte, aber wir waren trotzdem vor Ort. Auch zu anderen Orten, an denen er sich bekanntermaßen aufhält, werden Teams geschickt. Wir sind jetzt im Bereich King's Cross. Hier ist der Bahnhof, da das Great Northern Hotel. In dieser Gegend gab es 2002 noch Straßenprostitution. Anthony Hardy kam hierher und suchte nach Frauen, die er für Sex bezahlte. Soweit wir wissen, sprach er hier auch jene Frauen an, die er dann misshandelte und tötete. Während der dreitägigen Fahndung nach Hardy gingen bei der Polizei viele Hinweise von Leuten ein, die ihn angeblich gesehen hatten. Es gab auch eine Verhaftung im Süden Londons, aber es handelte sich um eine Verwechslung. Hardy war sogar zur Wohnung gegangen, aber sofort wieder umgekehrt, als er die Polizei sah. Eine Kamera nahm ihn am University College auf. Er hatte sich den Bart abrasiert, also passten wir die Personenbeschreibung an. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Polizei und dem Verdächtigen. Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen rücken in den Fokus. Wir sind hier am Queen Square, am Great Ormond Street Kinderkrankenhaus. Am 1. Januar 2003 tauchte Tony Hardy hier auf, um sich Medikamente zu besorgen. Ein Polizist, der gerade nicht im Dienst war, erkannte ihn und alarmierte die Polizei, die kurz darauf eintraf. Als Hardy sie bemerkte, rannte er in den Park hinter dem Gebäude. Zwei Beamte verfolgten und schnappten ihn. Er wehrte sich ziemlich rabiat. Er hatte ein Messer, mit dem er einen der Polizisten verletzte. Den anderen schlug er K.O. Doch der verletzte Kollege ließ nicht von ihm ab, sondern hielt ihn weiterhin fest, bis Verstärkung eintraf. Zum Glück waren viele Beamte in der Nähe und wegen Neujahr war insgesamt nicht viel los. Deshalb konnten wir ihn fassen. Es war keine große Überraschung, dass er in der Gegend geblieben war. Das ist oft so, weil es für den Täter eben die vertraute Umgebung ist, wo er sich auskennt und sicher fühlt. Die Alternative wäre, an einen Ort zu fliehen, wo man sich nicht wohlfühlt. Ich glaube, er wurde am Donnerstagabend verhaftet und am Wochenende angeklagt. Alle wollten wissen, wer dieser Kerl war. Die Medien hatten Wind davon bekommen. Wir versprachen einigen eine große Story, wenn sie noch ein wenig warteten. Als er aber bei einem Kinderkrankenhaus verhaftet wurde, ging es drunter und drüber. Nach der Verhaftung und Anklage herrschte große Erleichterung, dass er endlich gefasst war. Schnell wurde bekannt, dass bereits ein Jahr zuvor eine Leiche in seiner Wohnung gefunden worden war. Das passte gut ins Bild. Anthony Hardy ist am 1. Januar 2003 in London verhaftet worden. Gegen 21 Uhr bekam ich den Anruf. Ich informierte sofort die anderen leitenden Beamten und die Öffentlichkeit darüber, dass er nicht mehr frei herumlief. Die Leute konnten beruhigt sein, vor allem die Frauen, die im Bereich King's Cross anschaffen gingen. Anthony John Hardy. In the way that he committed these appalling crimes, has exhibited a degree of depravity that I personally have never ever come across before.
Außerdem ließ ich die Angehörigen über die Verhaftung informieren. Das war mir sehr wichtig. Es herrschte große Erleichterung, aber keine Euphorie. Nach der Verhaftung von Anthony Hardy fiel allen Ermittlern ein Stein vom Herzen. Denn nun konnten wir sicher sein, dass er keine weiteren Verbrechen begehen konnte. Das war immer die Gefahr gewesen. Wir hatten befürchtet, dass es noch mehr Opfer geben könnte. Anthony Hardy wird in die Polizeidienststelle Collindale gebracht. Dort fällt den Ermittlern der schlechte Gesundheitszustand des Verdächtigen auf. Wir riefen einen Arzt, der ihn ins Krankenhaus einweisen ließ. Er dachte, Hardy hätte einen Wundbrand am Bein. Im Krankenhaus wusch eine Pflegekraft das Bein ab und stellte fest, dass es nur Dreck gewesen war. Das veranschaulicht recht gut, wie er gelebt hatte und wem seine Opfer ausgeliefert waren. Er war ein schmutziger Typ, aber er bezahlte. Die Vernehmung zog sich über Stunden und Tage hin. Irgendwann holten wir einen Psychologen dazu. Der Psychologe ist Julian Boone. My involvement in the investigation. Ich wurde gerufen, weil ich mich in meiner Arbeit auf Sadomasochismus, Nekrophilie und Kannibalismus spezialisiert habe. Jeder, der einen Täter wie Anthony Hardy vernimmt, sollte genau wissen, womit er es zu tun hat, damit er ihm nicht auf den Leim geht. Nach der Vorbesprechung mit dem Psychologen beginnen die Beamten mit der Vernehmung. Wir konzentrierten uns auf die Vernehmung, die sehr professionell durchgeführt wurde. Zwei Beamte stellten die Fragen, andere beobachteten nur. Die Vernehmung ist die Königsdisziplin jeder Ermittlung. Wir hatten eine überwältigende Masse an Beweisen. Deshalb sagte Anthony Hardy immer nur, kein Kommentar, was sein gutes Recht war. No comment. Have you ever used that bin, Tony? No comment. You ever gone to that bin at all? No comment. Ever put any rubbish in it? No comment. Ever taken any rubbish out of it? No comment. Man darf die Leute in einer Vernehmung weder austricksen, noch ihnen drohen oder Druck ausüben. Manchmal hilft es, wenn man vom Fall weggeht, Interesse an der Person zeigt, um zu sehen, ob sie dann mit einem redet. Außerhalb der Vernehmung unterhielt er sich mit den Polizisten. Wir überlegten, andere Beamte reinzuschicken. Aber er hatte sich entschieden, keine Aussage zu machen. Dabei blieb er. Ohne eine Aussage des mutmaßlichen Täters konzentrieren sich die Ermittler nun darauf, das zweite Opfer zu identifizieren. Bei einer Zerstückelung wird zunächst eine Bestandsaufnahme der Knochen gemacht, um festzustellen, ob die Leichenteile zu einer oder mehreren Personen gehören. Dabei kommen beispielsweise DNA-Verfahren oder eine Blutgruppenbestimmung zum Einsatz. Nach der Zuordnung zu einer bestimmten Person wird geprüft, ob es irgendwelche markanten Hinweise gibt, anhand derer eine Identifizierung möglich sein könnte. Am fünften Tag der Ermittlungen, also dem 3. Januar, identifizierten wir das zweite Opfer als Bridget McLennan. Sie war als vermisst gemeldet worden, wie andere Frauen auch. Aber das DNA-Profil verschaffte uns schließlich Sicherheit, dass sie es war. Beide Opfer hatten als Prostituierte gearbeitet. Und es gibt noch mehr Verbindungen zu Anthony Hardy. Wir bekamen Hinweise, zum einen von einem sehr guten Freund Hardys, zum anderen von einem Journalisten, dass Aufnahmen der beiden Opfer in Umlauf waren. Auf diesen waren die Frauen zu sehen, tot, aber noch nicht zerstückelt. Sie waren mit bestimmten Objekten in verschiedenen Posen drapiert, trugen Masken, die wir aus der Wohnung kannten, und auch ein Baseballcap, das er bei seiner Verhaftung trug. Diese Baseballkappe bringt Anthony Hardy eindeutig mit den Opfern, dem Tatort und den gesammelten Beweisen in Verbindung. Auf dem Überwachungsvideo, in dem Hardy die Leichenteile entsorgt, trägt er ein Baseballcap der New York Yankees.
Das trug er auch bei seiner Festnahme. Es war ebenfalls auf den Fotos der Opfer zu sehen. Die Kriminaltechniker fanden sowohl die DNA der Opfer als auch die von Anthony Hardy darauf. In der Wohnung werden weitere erdrückende Beweise gegen Anthony Hardy sichergestellt. Seine DNA war an den Messern und an der Säge, die auf Elizabeth Vallets Torso im Schlafzimmer lagen. Die Polizei rollt daraufhin auch den Fall Sally Rose White noch einmal auf, die ein Jahr zuvor tot in Anthony Hardys Wohnung gefunden worden ist. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch der ungeklärte Tod von Sally Rose White noch einmal untersucht. Der Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass Anthony Hardy mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sie getötet hatte. Was ich an diesem Fall so unfassbar finde, ist, wie der Täter es geschafft hat, sich mit List, einer großen Portion Glück, aber auch unter dem Deckmantel einer psychischen Erkrankung der Justiz zu entziehen. Und das teilweise, während er sich in der Obhut des Justizsystems befand. Angesichts der Morde und seines Verhaltens kann der Täter als sadistischer Serienmörder klassifiziert werden. Das nekrophile Verhalten und was er mit den Leichen gemacht hat, spricht dafür. Wir wissen aus der Forschung, dass sadistische Serienmörder solche Taten sehr wahrscheinlich immer wieder begehen. Der Camden Ripper, wie die Medien ihn nennen, wird wegen mehrfachen Mordes angeklagt. Nach Abschluss der Vernehmung wurde Anklage erhoben. Hardy wurde erkennungsdienstlich behandelt und wir gaben eine kurze Pressemitteilung heraus. Er wurde schließlich der Morde an Bridget McLennan, Elizabeth Vallett und Sally Rose White angeklagt. Der Prozess war für November 2003 vor dem Zentralen Strafgerichtshof angesetzt. Wir hatten uns darauf eingestellt, dass Hardy auf nicht schuldig plädierte. Die Zeugen waren geladen, die Beweisführung war akribisch vorbereitet, alles war bereit. Am ersten Prozesstag schwenkte er um und bekannte sich schuldig in allen drei Mordanklagen. Das Schuldbekenntnis kam für alle sehr überraschend. Manchmal hat man so eine Vermutung. Er bekannte sich schuldig, aber die Fakten wurden dennoch vor Gericht gebracht. Vor Gericht wurden die schrecklichen Details verlesen, wie er die Opfer nach dem Tod fotografiert, ihnen Dämonenmasken aufgesetzt hatte. Er bekannte sich schuldig, die Anklage war verlesen worden. Dann wurde kurz eine Strafmilderung verhandelt und das war's, er war verurteilt. Er sah ins Publikum und wurde abgeführt. Uns als Ermittlern war klar gewesen, dass er es war. Wir hatten unsere Arbeit getan und hofften, dass er nicht mehr rauskommt. Anthony Hardy bekam dreimal lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Im November 2003 war das noch nicht sicher. Aber 2010 prüfte ein Richter das Urteil und bestätigte, dass Hardy lebenslang im Gefängnis bleiben muss. A man who murdered three women and mutilated two of their bodies has been jailed for life. Anthony Hardy, who's 53, had been released from a psychiatric hospital because staff didn't consider him to be a danger. But he'd already committed one murder, and a month after his release, committed two more. Wir wissen, dass er ein Serienmörder ist. Er ist ein rachsüchtiger, böser Mensch, der noch Schlimmeres als einfachen Mord verübt hat. Alle Ermittler, die an solchen Fällen arbeiten, sehen, spüren, riechen und hören Dinge, die man sich nicht einmal vorstellen möchte. Bei Anthony Hardy macht mir am meisten zu schaffen, dass ich mir absolut sicher bin, dass er das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Die Leute, die hier lebten, als die Morde des Camden Rippers bekannt wurden, werden diese Weihnachten nie vergessen. Ist Anthony Hardy böse? Ja, aber auch intelligent.
listig, verzweifelt, abscheulich, pervers und hinter Gittern.